Leute, weiter geht's heute mit FIFA und unserer Vorbereitung auf die neue Saison. Viele Spieler haben uns tatsächlich verlassen und einige werden natürlich auch noch kommen. Ich bin da tatsächlich mittlerweile dran an der Situation. Mal gucken, wie wir dann so kriegen könnten. So, Merjan kriegt jetzt die Nummer 22, die hier zu machen, weil ich die 13 immer nicht jemandem anders gebe. Nein, nicht Sebastian Rudi. Der soll den Verein ja noch verlassen. Sondern ich guck mal gerade in meine Transferzentrale. Da sind nämlich ein paar Namen, die ich mir so ein bisschen gedacht habe, die man vielleicht holen könnte. Und zwar Maxi. Anna, welchen Transfer kriege. Für die Sechserposition vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir einen Ersatz haben. Der ja auch in der Vergangenheit immer vom FC Schalke wieder ab und an mal kontaktiert wurde. So, Transfersumme anbieten. Ja, ich habe nicht so viel Geld, ne? Ich muss jetzt gucken, Der wird wahrscheinlich eh nicht kommen, nicht für den Preis. Ich werde warten wahrscheinlich, bis ich noch die Spieler loswerde. Die noch so in der Schwebe sind. 7,5 Millionen wird er nicht kommen. Na, das war mir klar. Okay, dann warte ich noch ein bisschen ab, weil hier sind noch zwei Namen, auf die ich ein bisschen warte. Levin Özcanali und Marco Richter, die ich versuche sie zu kriegen. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hier noch die ein oder andere Spieler wegkriegen. Ja, wir werden wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, ob wir heute tatsächlich schon ein Spiel sehen. Also Auftaktgegner ist 60 München, das ist schon mal klar. Das weiß ich auch. So, Rudi. Jetzt ist er weg. Nach Bremen. Kolasinac, vergiss es. So, Angebot ist geblockt. Da mache ich mir keine Gedanken. Da könntest du mal vergessen. Ach komm, 8 Millionen. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Dings zukriege. Dass ich Maxi Arnold vielleicht verpflichtet bekomme. Rudi geht nach Bremen. So, kurz die Trainingstage. So. Ach doch, obwohl 60 sind wir doch tatsächlich heute noch, ja. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber das ist dann klar. So, Bamba ist verkauft für 2,5 Millionen, das heißt, ich kann jetzt nochmal versuchen, bei Arnold nochmal anzuklopfen. Wenn er überhaupt mich lässt. Wenn er überhaupt mich lässt. Noch lässt er mich nicht. Oh, schade. Okay. Ja, warte ich noch mal einen Moment ab. Dann warte ich noch mal ein paar Tage ab, bis ich den kriege. So. Ja, nächstes Spiel tatsächlich sogar schon gegen 60 München. Also tatsächlich heute sogar schon das Auftaktspiel. So, da ist noch ein Vorschlag für die Kapitänsrolle, aber ich behalte ja Kolasinac als Kapitän mit dabei. Oh, Gambula. 4,4 Millionen schwer. Will Düsseldorf haben. So, Anfangsangebot 16 Millionen, Mindestverkaufssumme 14. Entweder dann kann ich irgendwie sofort reagieren. Theoretisch für einen Stürmer noch, aber aktuell will ich ihn eigentlich behalten. Gut, dann gehen wir mal rein in die neue. Halt, da ist eine.
Da ist noch eine Pressekonferenz drin. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Die Meisterschaft, die ist da drin ist, weiß ich nicht. Schauen. Wollen tun wir schon. So, Mustafi. So. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Kommen. So, dann gehen wir rein ins erste Spiel. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich hier Kaffeeverhältnisse, so gute Verhältnisse sorgen. Und 60 ist halt der erste Gegner. Ich denke, so passt die Mannschaft mit zwei Neuzugängen in der Startelf. Denke ich mal. Ist das soweit? Okay. So, dauert wieder einen kleinen Moment. Ich weiß gar nicht, ob wir zu Hause sogar spielen, aber auswärts spielen. So. Ah, Heimspiel. Okay. Sehr gut. Nichts ist besser als so ein Heimspiel zum Auftakt. Er wird heute im Fokus stehen. Denn nach seiner Verletzungspause steht er heute wieder in der Startelf. Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Ja. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Könnte eine packende Partie werden. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie spielt heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So, passt das. Rick Tommy sitzt auch auf der Bank und Alexander Haag sitzt auch noch auf der Bank. Also die Robin Haag, Entschuldigung, Alexander Haag spielt in Mainz. Der sitzt beide, sitzen nur beide auf der Bank. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München. So, das sind die 60er. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von hier. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. So, wir wollen natürlich so gut wie möglich unseren Auftakt gestalten. So. Na dann, los geht's. Schalke hat den Anstoß. Und will natürlich hier gewinnen, ne? Als Aufsteiger wollen wir natürlich. Wir wollen natürlich wieder hoch in die Bundesliga. Simon Terodde, der ist natürlich nicht der schnellste, aber vorne, einer, der da drin steht, der weiß, wo das Tor steht. Vor allem in Liga 2 und da ist die erste Chance für ihn. Ja. Nee, Kobylanski war es. Unsere erste gute Situation hier. Gefährlich! Kein Abseits übrigens. Aber T. Und die erste große Chance. Oder die nächste große Chance. Das ist Bujella. Habt ihr den Ball aber nur knapp drüber gekriegt? Klar, Platte ist verkauft. Mamba ist weg.
es gab aber ich die ein oder andere Schlagzeile zu ihm, denn er war ja einige Wochen verletzt, jetzt ist er wieder da, steht gleich wieder in der Startelf und den haben sie natürlich schon vermisst. Absolut, ist ja ein ganz wichtiger Mann für die Mannschaft, geht kaum was, ist es das? Ups, das war die falsche Taste, ich wollte eigentlich drücken. Der McKenny hat es versucht, aber... Und es gibt natürlich Einwurf. Klar, 60 ist definitiv eine andere als eine Laufkundschaft, ne? Die müssen wir auch... Ist mal ein anderer Gegner jetzt als in der... als in Liga 3. Aber unser Ziel ist es natürlich, den Titel zu holen, ja. Dann haben wir hier die 60er mit der ersten Chance. Noch ein paar Meter gefehlt. Blazinac. Wes McKenny. McKenny. Jetzt haben wir ihn. Tirone, der weiß ja, wo es vorsteht in Liga 2 und der macht sein erstes Saisontor. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert. Es war nur eine Frage der Zeit. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz gut im Tor unterzubringen. Zweijahresvertrag bekommen. Also soll er mit dem Aufstieg dann wieder runter gehen, weil er halt nur noch Zeit Liga kann. Aber gucken wir mal. Hier führen wir. Auf jeden Fall macht er sein erstes Saisontor hier. Klar ist es auch sein erstes Tor in dieser Liga. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie verlieren den Ball. Terodde, ja, 1:0. Es gibt Einwurf. Ball ist draußen. Da ist wieder ein kleiner Backum. Hey, passt. Okay. Sah nur gerade so aus, als würde das Zeug jetzt ewig da sitzen oder unser Logo jetzt gegen die Tor da sitzen. Er bringt den Ball jetzt sofort. Stark gemacht, das könnte was werden. Und der geht erstmal weit, weit raus. Ja, wir sind den Pokalsieger tatsächlich. Wir haben es ja dann in der vorletzten Folge, glaube ich, geschafft, die Bayern, den großen FC Bayern zu schlagen. Und die sehen wir ja auch schon wahrscheinlich relativ bald wieder im Supercup. Ich weiß noch nicht, wann ich, ob der kommt. Weil wir sind ja DFB-Pokalsieger und treffen dann wahrscheinlich auf den Meister. Gut verteidigt. Ich weiß nicht, ob wir die Saison noch Europa League spielen. Es wird eine durchaus lange Saison, deswegen will ich wahrscheinlich noch den einen oder anderen mehr holen. Damit wir auch durchaus noch ein bisschen rotieren können. Habe ich da alle drei bekommen, die auf meiner Wunschliste stehen, die ich da offscreen noch draufgesetzt habe. Das hier ist der Ronde. Der kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Aber das verhindert der Keeper. Ja, das 2:0, aber das wäre Weltklasse gespielt. Ah, sie verlieren den Ball. Der Rossun. Die Gelegenheit für die Flanke. Der Rossun und der Ronde kommen nicht an. So, Ecke kommt. Flanke kommt. Also ganz Ecke. Wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Könnte jetzt was werden. Jetzt die Flanke. Kein Problem. Ja, alles gut. Hella, der das 2-3 Mal wirklich gut bisher gemacht hat. Auf außen ist jetzt Platz. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. In den letzten Minuten dominieren die Gastgeber hier eindeutig, was die Ball. Das war nicht gut gespielt. Kann ich mir gut vorstellen, dass da gleich der nächste Treffer fällt. Jetzt haben wir noch ein bisschen mit Power. Krüger, der aber nicht wegkommt, Reinhard, der da gut aufpasst. Und Herr Rodde, der immer den Finte setzt. Und jetzt das 2:0 noch. Und das ist halt einer, der treffen kann da vorne. Das war der erste Transfer, den ich fix gemacht habe, als ich wusste, dass der Aufstieg klar ist. Ja, zweites Saisontor.
klar. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, auch verdient natürlich. Eine Minute. Klasse Aktion, Ball ist weg. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Ja, letzte Saison haben wir 103 Punkte geholt. Das werden wir diese Saison nicht holen, weil Maximum 102 drin ist. Gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Drei Niederlagen, ein Unentschieden haben wir geschafft in der Saison. Als wäre durchaus mehr drin gewesen. Aber es ist, letztendlich ist es dann auch egal. Wir haben eine Weltklasse-Saison gespielt, sind sowas von souverän aufgestiegen. Und mal gucken, wie sie die Saison wird. So, verdient führen wir 2-0. Hätte durchaus ein bisschen anders noch höher ausgehen können, aber es funktioniert soweit. Durchgang 2 läuft. So, zweite Halbzeit läuft jetzt. Mal gucken, wer so mit dann sich rauskristallisiert, wieder mit hochgeht. In Hamburg ist ja mit hochgegangen. Ich muss es gleich gucken, wie überhaupt die Liga-Zusammensetzung ist, wer da so mit hochgeht. Das macht er schlecht. Mit hochgehen könnte, aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir bis Ende dabei sind. Ja, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Und dazu müssen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen. Bella Kotschap. Am Ende geht der Transfer also über die Bühne. Oh. Guerrero wechselt nach Atalanta und Terodde nicht. Guerrero verdoppt nach Atalanta. Aber schade, und dann verhindert er, macht er nicht den Hattrick. Ah, mal gucken, ob er den heute noch hinbekommt. Ah, warum geht da nicht einer von den Verteidigern hin, damit dieses Pusic, weil er sich durch ist? Genug. So, die 60er mit der nächsten guten Chance. Jetzt wechselt man da durch. Jetzt 3-0. Erstes Spiel der ersten drei Saisontore. Ja, das war auf jeden Fall einer meiner besseren Transfers. Hier ist die Wiederholung. Was für eine Aktion. Der macht da vorne, was er will. Hier nochmal dieser Treffer. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Nach einer guten Stunde ist das Thema schon, Spiel schon entschieden, das Thema schon durch. Denke ich mir einfach mal. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Der eigentlich, ja, der geht wieder nach hier vorne, da wo du hingehörst. Was bringt mir das, wenn ich einen Schirmer, der da vor, der 32 Jahre alt, da ganz hinten drin habe irgendwo? Krüger macht er sein erstes Tor in der zweiten Liga für uns. Nö, aber die Rüstung. Schöne Vorlage wird von Krüger. Das macht's leicht, ganz leicht. So, 4-0, damit haben wir schon mal die erste Hausnummer gesetzt. Mit seinem ersten Saisontor, klar. So, dann wechsle ich jetzt eben kurz meine beiden Außen mal aus. So, da mal durch. Meine beiden Neuzugänge mal reinwerfen. So. Und jetzt wollen sie wechseln. 67. Minute, jetzt wechsle ich die zweimal aus. Und da kommen beide neu hin.
eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Die Nummer 16. So, und nix. Kobylanski, der jetzt. Tolles Zuspiel. Die Chance jetzt. Da war ich überlegen, soll ich den selber machen, soll ich den abschließen? Da war schon zu spät. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. So, Erik Tommy, neu in der Mannschaft und Robin Hack übrigens auch drin. So langsam wird es gefährlich. Und dann ist es wieder die Monterotta, der da mal den Keeper wieder prüft. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Da hat er schön aufs kurze Eck gezielt, irgendwie ging er aber doch nicht rein. Hier kommt den 16er. Ja, sie können erstmal klären. Jetzt die Flanke. Und das gibt Eckball. Nächste Ecke. Da war der Löwe noch dran. Aber. Da kommt die Ecke. Ah, gute Idee. Und der ist raus. McKennie. Klasse Vorstoß. McKennie. Ball kommt rein. Der Ball im Tor. Und da ist der nächste Treffer. Was, Tommy? Jo. Der Neuzugang aus Stuttgart trifft auch noch. Das Tor nochmal ist natürlich eine wirklich gute Flanke und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Aus dem Einwurf. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. So, jetzt zeichnet sich doch deutlich ab, welche hier die bessere Mannschaft ist. Stimmt absolut, Wolf. Auf dem Papier waren sie ja der Favorit. So, Erik Tommy mit dem, auch er mit seinem natürlich ersten Saisontor, ist klar, es ist das erste Saisonspiel. Zwei Mann haben wir. Gibt hier Vorteil für Schalke. Jetzt haben wir es. Ja, der hat er, wollte sagen, den hat er nicht gesehen, den Tommy zu spät gesehen. Unten steht noch Robin Hack. Gute Chance. Boah, Infos. Nun, dann geht der Ding nicht, rein. Er kann klären. Einwurf. Jetzt hat er ein bisschen mehr Platz. Und jetzt gibt es doch das Abseits. Und zwar Bouzoulab. Der Sechser im Abseits. Ja, schade. Spiel ist nicht mehr auf der Uhr. Zwei Minuten noch. Macht er gut. Klasse, wie er da ist. Ja, schade. Zwei Minuten mehr nachgespielt. Ja, letzten zwei Minuten und dann sind wir durch. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Genau, ja, wollte gerade sagen, den hat er noch gesehen, den Tommy da außen. Ach, warum fährst du mir den Angriff weg? Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Ja, ich stehe zweimal frei vom Tor und trotzdem pfeift er mir den Angriff weg. Auf den Punkt die Mannschaft perfekt eingestellt. Ja, Simon Terodde-Mann des Spiels natürlich mit seinem Dreierpack. Dazu Tommy und De Rosso und De Rosso und Tommy mit den weiteren Toren. Und damit wieder am Ende ein verdientes 5:0. So langsam wird's gefährlich. Auf der Anzeigetafel. Gefährliche Szene. Tor für Schalke 04. So, dann haben wir das erste Spiel schon mal durch. Ziemlich verdient auf jeden Fall, auch klar, was die Höhe betrifft. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. So, leider nicht überzeugend. War doch nicht viel zu tun gehabt.
So. Klar, ich habe ihn nur, weil ich einfach Breite brauche. Ich danke Ihnen. So, gut. Ach, scheiße, Dragovic, ja, den hätte ich noch reinbringen können. So. Transferangebot für Kubilanski. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, vor allem nicht mit einem unnötigen Tauschgeschäft. Sie bieten mir 1,3 Millionen plus einen Spieler an. Also, sorry, tut mir leid. Das ist mir persönlich zu wenig. Gut, dann machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem zweiten Spieltag gegen den FC Heidenheim.